Willkommen in meinem Wald. Mein Name ist Karin Müller-Vögel. Wir befinden uns in Vorarlberg in Österreich. Und dieser Wald ist ein Schutzwald, 10 Hektar. Und er befindet sich an den steilen Hängen der Bregenzer Abschlucht. Ursprünglich ein Buchenwald. Er wird dokumentiert seit ungefähr 400 Jahren bewirtschaftet. Und wurde in seinem Bestand umgewandelt. Also spannend waren die Nadelhölzer, weil die Nadelhölzer konnte man unten an der Bregenzer Ach hinausdriften. Die Buchen wurden dann eher hier verkohlt. Grundsätzlich wird der Wald recht sanft bewirtschaftet, also über die Jahrhunderte und jetzt auch. Es handelt sich um eine einzelstammweise Nutzung. Es hat auch viel Platz in diesem Wald. Also es darf der Spechtbaum genauso bleiben wie der Dachsbau. Und im Hinblick auf den Klimawandel versuchen wir einfach, möglichst eine Vielfalt in diesem Wald zu belassen, dass er sich in die richtige Richtung entwickeln kann, dass er auch weiterhin bestehen bleiben kann. Es gibt auch ein paar Douglasien, die wir gesetzt haben in diesem Wald. Und ansonsten darf er sein und wird genutzt für Brennholz und momentan auch für Bauholz. Es ist eine schöne Aufgabe, diesen Wald zu begleiten, kleinere Maßnahmen zu setzen, die dann helfen, dass er sich gut entwickelt und auch in den zukünftigen Generationen stehen bleiben kann.